Hallo Leute und willkommen. I can't even do it. German, Eve. German. Hallo Leute und willkommen zu meinem neuen Video. Heute werde ich ein Video auf Deutsch drehen, weil ich fast keine Wiederholung für meine Deutschprüfung gemacht habe. Und deshalb dachte ich, kann ich ein Video auf Deutsch drehen? Und deshalb würde ich ein bisschen wiederholen. Natürlich ist mein Deutsch nicht perfekt und wahrscheinlich werde ich viele Fehler machen, weil ich Englisch bin. Also kann ich nicht makelloses Deutsch sprechen. Leider wird dieses Video ziemlich kurz sein, weil ich... Hallo Lizzie, wie geht's dir? What the fuck? Ich weiß, dass die Mehrheit meiner Zuschauer und Zuschauerinnen nicht Deutsch sind und deshalb werde ich euch Untertitel geben, damit ihr mich verstehen könnt. Dieses Wochenende bin ich im Center Parks gewesen und deshalb war ich nicht zu Hause. Und deshalb konnte ich kein Video filmen. Also hier ich bin, um ein Video auf Deutsch zu drehen. Leider habe ich fast keine Möglichkeiten, Deutsch mit anderen zu sprechen, weil ich in England wohne. Und deshalb sieht man nicht so viele deutsche Leute. Und ich bin zweimal in Deutschland gewesen. Zweimal? Ja. Ich bin nach Köln und nach Berlin gefahren. Aber leider habe ich nicht genug Geld, in Deutschland zu wohnen. Und auch muss ich zur Schule gehen. Also vielleicht in der Zukunft werde ich in Deutschland wohnen. Aber jetzt kann ich nur Deutsch zu einem Kamera sprechen. Also hallo, wie geht's euch? Ich bin so allein. Ich weiß nicht, wie viele deutsche Zuschauer und Zuschauerinnen ich habe. Ich würde sagen, dass ich nicht so viele habe, weil soweit ich weiß, bin ich ziemlich populär in England, aber nicht in anderen Ländern. Ländern. Ich habe keine Ahnung, was ich auf Deutsch sagen sollte. Dieses Video hat kein Thema und deshalb möchte ich ein bisschen über mein Leben sprechen und was ist in meinem Leben passiert. Ja, also wie ich gesagt habe, bin ich dieses Wochenende im Center Parks gewesen, in Nottingham. Und ich habe keine Arbeit gemacht. Obwohl ich versuchte, hatte ich keine Zeit. Und als ich Zeit hatte, wollte ich keine Arbeit machen und so weiter und so weiter. Es ist jetzt Montagabend, 20 Uhr und ich hatte wohl viel Arbeit zu machen, aber ich bin nach Hause zurückgekommen und war ich zu müde und zu gestresst. Ich fühle mich ein bisschen gestresst, weil ich eine deutsche Prüfung habe am Mittwoch, denke ich. Ja, am Mittwoch. Und ich habe keine Zeit gehabt, weil ich andere Prüfungen gehabt habe. Deswegen sollte ich heute wiederholen, aber nein. Ich fühle mich nicht sehr gut im Moment, weil alles mit der Schule
schlecht läuft. Letzte Woche hatte ich meine Mock-Prüfungen. Und die waren schrecklich. Ganz, 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 ganz schrecklich. Und besonders meine Englischprüfung. Ich denke, dass ich utter Rubbish geschrieben habe. Ich weiß nicht, wie man utter Rubbish auf Deutsch sagt. Aber ja, es lief ganz, ganz, ganz schlecht. Deswegen habe ich fast keine Motivation gehabt. Ich will nichts machen, ich will nichts lernen. Ich will nur schlafen und Spaß haben. Wie man auf meinem Kanal sehen kann, habe ich viel wiederholt für meine Mock-Prüfungen. Und leider habe ich immer noch diese Prüfungen nicht bestanden. Well, ich denke, dass ich diese Prüfungen nicht bestanden habe. Ich weiß nicht, wie gut mein Deutsch ist oder wie gut mein Deutsch klingt, weil ich sehr müde bin. Aber ich würde sagen, dass mein geschriebenes Deutsch besser als mein gesprochenes Deutsch ist. Oh, auch wollte ich euch fragen, ob ich ein neues Auto kaufen sollte. Ich hasse mein Auto. Es ist nicht ein gutes Auto. Ich hasse the clutch. Ich hasse the gearbox. Ich weiß nicht, wie man clutch und gearbox auf Deutsch sagt. Aber ich denke, dass es vielleicht zu viel Geld kosten wird. Aber auf der anderen Seite könnte man sagen, dass ein neues Auto länger dauern wird. Und ich werde zufriedener sein. Ich weiß nicht. Lasst mich wissen, was euch denkt darüber. Persönlich denke ich, dass ich ein neues Auto kaufen werde. Aber sollte ich so viel Geld ausgeben, wenn ich muss für die Uni Geld ausgeben? Ich weiß nicht, zu viel gesagt. Es tut mir leid. Was noch? Was sollte ich auch sagen? Was ist in meinem Leben passiert, in meinem langweiligen Leben? Ich habe nichts. Ich denke, das ist alles. Ich habe nichts mehr zu sagen und mein Deutsch ist nicht gut genug, um ein ganzes Video zu drehen, ohne viele Fehler zu machen. Ich denke, dass ich dieses Video beenden sollte, weil ich euch wahrscheinlich gelangweiligt habe. Aber hoffentlich hat euch dieses Video gefallen und hoffentlich kann ich ein Video auf Spanisch drehen. Lasst mich in den Kommentaren wissen, ob euch ein Video auf Spanisch wollt. Und ja, ich denke, das ist alles. Also, vielen Dank für das Zuschauen und hoffentlich werde ich euch nächstes Mal sehen in meinem neuen Video. Tschüss! 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 Auf Wiedersehen! Tschüss! So long! Farewell! Auf Wiedersehen! Goodbye!